Für dieses Video habe ich mir den Multihoster PremiumMax mal genauer angeschaut. PremiumMax ist ein weiterer Multihoster und der unterstützt einige Dienste. Insgesamt sind es 59 One-Click-Hoster, die er unterstützt. Aber 4 von diesen 59 sind Dienste, die man nur bekommt, wenn man ein Jahres- bzw. sogar ein 5-Jahres-Abo abschließen muss. 42 dieser 59 Dienste haben zudem ein Tageslimit und die Limits, die sind wirklich sehr streng gesetzt, wie man hier im Screenshot sehen kann. Zum Beispiel uploadet hat man 20 GB am Tag, kauft man sich einen Uploaded-Account selbst, hat man immerhin 30 GB am Tag und das sammelt sich dann auch noch zusätzlich an. Als erstes habe ich den Download mit Share Online getestet. Da ist mir gleich aufgefallen, dass der Download mit dem Chat Downloader 2 nicht funktioniert hat. Im Browser-Download hat man das Problem, dass man nur 5 Links auf einmal einfügen kann. Das sehen wir dann später nochmal genauer. Und im Browser ist der Download sehr langsam. Dann habe ich den Download mit Uploaded getestet. Dort habe ich im Chat Downloader die volle Geschwindigkeit bekommen. Und wie gesagt, der Download war problemlos im Chat Downloader möglich. Ähnlich gut sieht es bei TurboBit aus. Auch hier habe ich die volle Geschwindigkeit bekommen. Und auch hier war der Download problemlos möglich im Chat Downloader. So, kommen wir zum Webinterface. Ich hatte es ja schon angesprochen, man kann da nur 5 Links auf einmal einfügen. Und das ist schon recht negativ, denn wenn man mal große Filme runterlädt, dann hat man oft mal 40 Links oder mehr. Das würde zu einer absoluten Klickorgie dort ausarten. Deshalb ist man darauf angewiesen, dass die Links im Chat-Downloader heruntergeladen werden können. Zudem kann der Web-Downloader keine Container entschlüsseln, also diesen Umweg hätte man dann auch nicht. Das Problem, das ich vorhin mit Share Online angesprochen habe, habe ich gemeldet. Habe auch eine schnelle Antwort vom Support bekommen. Die Antwort war allerdings, dass ich mich um das Problem kümmern soll, nämlich ich sollte das bei Chat-Downloader melden. Das ist natürlich toll, zahlende Kunden, die sich dann so um die Probleme kümmern müssen. Kommen wir zu den Preisen. Der Dienst ist verhältnismäßig teuer, also gerade der Monatspreis liegt bei 13 Pfund knapp und das ist teurer als die normalen Accounts bei normalen File-Hostern. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass die Limits ja total streng gesetzt sind, kann ich diese hohen Preise nicht nachvollziehen. Ja, kommen wir zum Fazit. Wie gesagt, hohe Preise. Die Limits und Beschränkungen finde ich nicht fair für den Preis. Es gibt technische Probleme wie das mit Share Online. Der Webdownloader ist quasi unbrauchbar. Immerhin ist der Support schnell erreichbar, allerdings muss man halt die Probleme trotzdem selber lösen. Deshalb gibt es für diesen Dienst keine Kaufempfehlung. Hier seht ihr jetzt nochmal den Link zum ausführlichen Test auf meinem Blog eingeblendet.